Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Tormentum. Wir haben in der letzten Folge ein armes Folteropfer befreit. Also befreit, mehr oder weniger endgültig befreit. Okay, wir sehen darauf zu unserem Gecko-Freund. Aber wir haben ja noch kein Gift oder so. Also das Gift bekommen wir ja erst von der Spinne. Augen haben wir ja wieder mal genug. Ein Auge. Hallo? Da fehlt noch was. So, irgendwo habe ich ein Auge fast vergessen. Ah, das ist die Tür für die Tür zur Spinne. Und wir könnten den Wächter eliminieren, indem wir die Tür aufmachen. Weil dann kommt die Spinne und spießt ihn auf. Aber wir könnten die Tür auch einfach zumachen. Ich meine, andererseits, er hat uns ja eigentlich nichts getan. Ich bin mir da noch nicht ganz so sicher, weil irgendwie finde ich die Geckos ziemlich sympathisch, muss ich sagen. Aus einem nicht erklärbaren Grund. Vielleicht liegt es am großen Kopf, Kindchenschema und so. Moment mal, einen Schlüssel haben wir gefunden. Da. Da haben wir ja auch noch was. Plumps. Ich drücke, aber es passiert nichts. Ja, was muss ich machen? Ich muss diese Dinger darauf bringen. Ganz verstehe ich es nicht, ehrlich gesagt. Geschafft. Nun sollte das Gitter sich heben. Das war wahrscheinlich jetzt wieder mal das Glück der Dummen. Ich habe keine Ahnung, warum und wieso und was ich jetzt getan habe. Aber wir haben da einen 5 Kilo Block, hoffentlich kein menschliches Fleisch. Gross. Scheinbar wird heute jemand kein Abendbrot essen, das tropft alles noch. Human Sushi. Huch. Die Zeit ist gekommen, die große Zahl an Existenzen zu richten, die vom Bösen gekennzeichnet sind. Der Ort, an dem sie sich befinden, ist uns wohl bekannt. Es ist das Dorf Eisige Tränen. Seine Bewohner haben uns einst bei der Erbauung des Schlosses geholfen. Diese aufsässigen Wesen haben sehr mühsam ihre Arbeit erledigt und letztendlich gegen uns zu revoltieren. Die Zeit ihrer Schlaflosigkeit neigt sich dem Ende zu. Wir haben entsprechende Schritte eingeleitet, um diesen ordinären Ort durch größtes Leid zu bereinigen. Das wird die Feuerteufel des lähmenden Nebels sein, die unseren Angriff einleiten wird. Diese wehrlosen Kreaturen werden daraufhin von unseren Streitkräften niedergemetzelt, die zusätzlich von frischen Rekruten unterstützt eigens für diese Mission im Schloss aufgenommen werden. Ja, großartige Rachepläne, aber mit 3x unterschreiben. Nein, Entschuldigung, das hat sich jetzt irgendwie auftan. XXX, hast du nicht gesehen, und ein Bommel hinten dran. Keine Ahnung, ob das wichtig ist. Ist ja jetzt hoffentlich in den Notizen. Ist in den Notizen. Ja, Orge Dämonen, also. Vor allem der ist in einem Bilderrahmen und wirkt aber trotzdem, als würde er mitten im Raum stehen. Gut, wir haben eigentlich ein volles Inventar. Jetzt müssen wir meiner Meinung nach wieder raufgehen in die... Achso, warte mal. Wenn wir schon da sind, in der Küche. Ja, da haben wir immer noch einen Schlüssel des Wächters. Das Fleisch können wir ja mal reinschmeißen. So. Gut, wir haben noch immer kein Feuer gemacht.
Naja, wir brauchen Holz. Ich habe bereits alles genommen. Können wir nicht eine dieser Laden zu Holz verarbeiten? Da war jetzt auch nicht mehr so viel. Achso, nicht einmal das Schlüsselloch ist sichtbar. Also da werden wir jetzt auch nicht glücklich werden. Wo will ich hin? Ich will da jetzt nochmal dann daher. Weil wir ja jetzt... Genau, habe ich die Skizze richtig interpretiert. Diese Köpfe da einsetzen. What? Ah, die Hörner der Schädel können nun Feuer, Funken schlagen, um das Feuer zu entfachen. Dann haben wir ja ein Rad, ein Ventil ist wieder an seinem Platz. Ja, wir haben noch immer nichts, was wir da unten reinstopfen können. Wohl. Nein, das wäre Zeitverschwendung. Jo, war jetzt auch nicht ganz unbedingt das, was ich mir vorgestellt habe. Der Kasten ist leer. Aber wir haben ein Aug und ein Aug hat uns ja da unten, nämlich ganz unten noch gefehlt. Ganz, ganz unten. Nämlich da. Jo. So, ich habe das letzte Rubinauge gefunden. Scheinbar muss ich jetzt die steinernen Dinger drehen. Ja, dann machen wir das. Okay. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich mag Gecko, auch wenn Gecko irgendwie unfreundlich war. Aber er hat uns nichts getan und er hat uns auch nicht aufgefordert, dass wir irgendwelche unschuldigen Gefangenen töten. Und ich glaube nämlich, wenn man sich das anschaut, wenn wir die Tür öffnen, könnte man beseitigen. Aber er hat uns... Ich gehe den friedlichen Weg. Solange die uns nichts tun, tue ich denen auch nichts. Hoffentlich. Okay. Die Tür ist zu. Nur, habe ich die richtige Entscheidung getroffen? Ja, das ist die Frage. Ja, jetzt haben wir die wieder mit Gift versorgt. Verdammt. Aber ich habe irgendwie... Ich weiß nicht. Ich wollte jetzt nicht unbedingt wegräumen, den Typen. Wo war denn der? Ganz oben und dann jetzt da nach rechts marschieren. Die Tür ist zugegangen, somit fließt das Gift wieder durch die Röhren. Jemand muss den Mechanismus in den Kanälen repariert haben. Ich werde hier also nicht mehr gebraucht und kann zu meinen Aufgaben zurückkehren. Okay, er geht freiwillig, auch nicht schlecht. Hinter der Scheibe befindet sich ein Behälter mit dem Gift. Hm, das war ein Informationsschild, was? Also da oben. Ja, verdammt, aber ich brauche das Gift. Ah. Schlüsselhammer. So, jetzt können wir aber, jetzt plaudern wir mal mit der, die wir eigentlich, ja, killen sollen. Bitte öffne diesen Käfig. Der Hofner hat bewirkt, dass ich hier eingesperrt wurde. Er hat sich die ganze Zeit gegen mich verschworen. Ich hätte ihn schon vor langer Zeit beseitigen sollen. Hm. Also im direkten Vergleich Hofnarr und sie würde ich mich eher auf ihre Seite schlagen. Ist sie ein Vampir? Er kann mich hier so lange festhalten, wie er nur will. Aber töten kann er mich nicht. Denn er weiß, was dann passiert. Hilf mit bitte, herauszukommen. Also ich schätze mal, dieses T ist jetzt nicht, weil ich mich verlesen habe, sondern ein Tippfehler. Hilf mir, hier herauszukommen und deine Tat wird nicht in Vergessenheit geraten.
Ja, Schlüssel mit Klinge. Ja, aber wenn ich da jetzt draufklicke, ich hoffe, dass... Ich möchte ihn nicht töten. Also sollte das jetzt schief gehen, dann war das keine Absicht, sondern die Hoffnung, dass dieser Schlüssel mit funktioniert. Ah, okay. So, Backstab, euer Schlüssel. Ja, was soll's, ich bin halt naiv. Und sie schaut halt so arm und geschunden aus. Ich lasse sie frei. Der Käfig ist leer. Oh, schau, schau. Der Hofner ist weg. Sie sitzt auf dem Thron. Wie ist es möglich, dass jemand so Verdorbenes wie du eine so rechtschaffende Tat vollbringt? Du solltest wieder in der Zelle landen, aber ich erblicke in dir einen Kern von Menschlichkeit. Um Gerechtigkeit walten zu lassen, hat der Narr eine seiner Taten angemessenen Strafe erhalten. Puh, möchte nicht wissen, was das bedeutet in denen an ihrem kleinen Reich. Nimm nun diese Münze und mache von ihr weise Gebrauch. Frag nicht weiter, denn ich mache für dich eine Ausnahme. Dankeschön. Eine Goldmünze. Und du? Geh mal auf einen Kaffee. Dieser Ort straft alle bösen Kreaturen. Du solltest auch eine Strafe erhalten, aber dafür, was du für mich getan hast, lasse ich dich heute frei. Sehr großzügig, Milady. Gut, wir haben jetzt da noch einen Schlüssel, aber da ist diese Giftspinne dahinter. Aber ich schätze mal, es gibt keinen anderen Weg, weil alle anderen Räume, bin ich mir ziemlich sicher, haben wir erledigt. Oh. Das hat nichts genützt. Ich muss etwas vergessen haben. Na, sehr fein. Rot, blau, grün. Ah, ich werde mich dann wieder intuitiv durchklicken. Was haben wir da? Vogelnest. Ha, Vogelnest brennt. Ich bin die ganze Zeit auf der Suche nach Wie entscheidet das Ding, was da jetzt ausgefüllt wird? Finde ich das Rätsel jetzt cool? Nein, finde ich nicht. Keine Ahnung, welches das Richtige ist. Rot, Grün, Blau. Ja, probieren wir es einfach mal durch. Das probiere ich zuletzt. Beziehungsweise Grün, Blau, Rot. Probieren wir das mal. Grün, Blau, Rot. Die Frage ist, wie entscheidet ihr? Grün, Blau, Rot. Shit. Ich mag das Rätsel nicht. Grün, Blau, Rot. Ich meine, ja, okay, man könnte jetzt behaupten, dass Grün, Blau, Rot nicht die richtige Kombination ist, die uns glücklich macht. Aber was mir Sorgen macht, ist, es ist ja auch noch Gelb und so ein Gag dabei. Grün, Rot, Blau. Grün, Rot, nein. Rot. Grün, Rot, Blau. Pff.
Okay, das ist durchgestrichen. Also das dürfte auf gar keinen Fall das Richtige sein. Rot, Grün, Blau. Rot. Ah, Moment, das ist ja grün. Das ist ja nur so ein komisches Eierfarben. Ja, wie entscheidet dieses A-System? So, wie war das jetzt? Rot oben, glaube ich. Rot, Blau, Grün? Nee. Ja, verdammt. Grün, Rot, Blau. Grün, Rot, Blau. Bitte. Ich hoffe, das war's jetzt. Shit. Also das Rätsel nervt mich jetzt schon. Also, Grün, Blau, Rot. Ja, ich bin ja auch ein Doll. Grün, Blau, Rot. Dämliches Rätsel. So, was mit dir? Ja, da müssen wir wahrscheinlich diese Dinger einsetzen. Schön. Andererseits ist da ein Totenkopf dahinter. Also rot, grün, blau. Rot, grün, blau. Moment, wo war denn das jetzt? Rot? Nee. Rot? Ja. Ja. Echt jetzt? Rot, Grün, Blau. So, bitte. Yes, 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 yes. Ich habe das Metallsymbol genommen. Es fühlt sich warm an. Egal. Frisch aus der Druckerei, frisch aus der Presse. Genau. Wie vermutet, Jigsaw. So, Fütterungszeit. Und was hat der fallen lassen? Etwas ist von der Spinne abgefallen. Ah, der Giftstachel. Okay. Wir haben den Giftstachel, wir haben das Vogelnest. Ich glaube, mit dem Vogelnest können wir einheizen. Sobald wir einheizen, können wir das Fleisch kochen. Was wollte man dann damit vergiften? Ach ja. So. Passt. Das Feuer brennt. Wir haben eine Münze, eine Lampe und ein Ledermesser. Ja, damit können wir wahrscheinlich das Fleisch dann filetieren und in mundgerechte Happen für diesen Wurm schneiden. Ich schaue gerade auf meinen Timer. Fast schon 20 Minuten, aber ich möchte das jetzt quasi durchziehen. Warte mal, wie komme ich denn? Da war doch... Da. Ich möchte das jetzt durchziehen einfach. Einfach weil ich es wissen will. Ich möchte die Aufnahmesession jetzt nicht beenden. Ab in die Küche. Ja. Schaut gut aus. Puh. Scheiße, habe ich jetzt den Giftstachel nicht mitgenommen. Nein, echt jetzt? Nun muss ich das Fleisch vergiften. Ja. Scheiße, ich hab gedacht, ich habe den Giftstachel mitgenommen jetzt. Okay, nochmal zurück. Hä? Ich bin verwirrt. Hey du. Nein, habe ich nicht. Ja, super. Ich habe ihn zwar bewundert, aber nicht mitgenommen. Okay. Nein. Links, links, runter, rechts, 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 rein. Nach rechts. Nochmal nach rechts. Durch die Tür durch. So. Einmal vergiften, bitte.
Ups. Muss ich jetzt ein bisschen kochen? Naja, dann einmal nochmal durchkochen, bitte. So, weil dann, ich möchte unbedingt in der Folge noch unseren Rattenfreund befreien. Da haben wir alles, da haben wir alles. Ich glaube, wir sind soweit komplett. Die Frage, wo war denn der? Der war außen. Also da, ganz draußen, oder? War der da rechts? Ja, da war er. Jo, wir sind wieder zurück. Okay, das ist der gleiche Gag, den er uns vorher schon erzählt hat. So, Fütterungszeit. Njam, njam, njam. Komm schon, ein bisschen geht noch. Einer fällt in... Oh, und weg ist er. Hätten wir erledigt. So. Hä? Nein, muss ich jetzt Menschen basteln? Oder Dämonenüberreste basteln? Ich weiß es nicht. Na gut, ich wollte das eigentlich in der Session noch beenden. Aber ich glaube, dieses Skelett-Puzzle wird etwas länger dauern. In diesem Sinn, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Und ich hoffe, ich darf euch bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen. In diesem Sinn, ich wünsche euch was. Ciao, baba.